So, hallo an alle zur nächsten Folge des MMOs. Und ja, so wie es aussieht, bin ich hier vorne ein NPC mal gelandet. Okay, einer, der tauscht. Er tauscht Zombiefleisch gegen Emeralds. Das finde ich schon mal gut eigentlich. Okay, der sämtliche Mobs-Zeug. Kann man eintauschen gegen Emeralds. Shit. Schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Auch Knochen von Skeletten, alles Mögliche. Das ist schön. Gut, ich habe schon gedacht, wer weiß, wer das braucht, aber. Ja, jetzt weiß ich wofür. Den Golem, den werde ich nicht angreifen. Den werde ich nämlich aufs Übelste zerlegen wahrscheinlich. Naja. So, ich bin hier bei der Brücke. Moment, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich bin doch zu früh. Ich bin zu früh abgebogen. Zu früh abgebogen. Obwohl, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich lang muss. So nebenbei. Und wow, was ist das hier? Sieht nur so aus wie irgendwas. Man kann es aber nicht einsammeln. Level 9er irgendwas. Irgendwas mit Undead stand drüber. So viel Schaden zieht er nicht. Aber er hat ein paar Emeralds gedroppt. Okay. Ups. Drehen wir sie aber nicht um. Ist alles voll hier. Ist jetzt schon wieder dunkel. Bah. Jetzt zum Glück sind Level 3. Ja, das ist ja dann putzig. Schon wieder fast. Also ist Level jetzt im Vergleich. Jetzt müssten nachts auch wieder wahrscheinlich mehr spawnen, ne? Das kann sein. Ist jetzt nachts wieder mehr spawnt. Ist das Vieh von wieder da oder war das jetzt sowas Einmaliges so in der Art? Damage weiter hoch. Weiß gar nicht, soll ich da schon rüber? Ich gehe einfach mal rüber. Ich weiß auch gar nicht, wie das genau jetzt funktioniert mit dem Dingensen hier. Wie kriege ich raus, welche Skills ich noch usen kann? Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich müsste irgendwo hoch auf einem Berg jetzt landen, theoretisch. Weil sieht aus, wenn ich hier in einer neuen Stadt drin wäre. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ich werde es gleich rausfinden. Detlas. So. Und jetzt gucke ich kurz auf der Karte nach, wo das ist. Ganz kurzer Cut. Okay. Ich war doch richtig. Also jedenfalls da, wo ich gedacht habe, dass ich langlaufe, bin ich tatsächlich langgelaufen, habe ich nicht verirrt. Das war ja schon die richtige Richtung, glaube ich. Was war das jetzt, den teleportiert hat wahrscheinlich. Ja, ich versuche hier mal ein bisschen Zeug immer wieder rauszuwerfen, Sachen, die ich nicht brauche, Sachen, die eh schon zu schwach sind. Problem ist, dass das Inventar mal dann vollgemüllt wird. 20, 16, 18, 13. Also alles unter 13 kann ich wegwerfen. So bei den Bögen, die brauche ich theoretisch eigentlich auch nicht. Zumindest den nicht mehr. 3 bis 5 ist da schon die vom Anfang noch. 5 bis 9, joa, aber ich habe hier eine 5 bis 8er und die ist auch noch verzaubert. Das heißt, die behalte ich erstmal. 2 bis 5, nee. 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 Auch nicht. Ist mein Standard- oder Anfangs-Item gewesen. Nee. 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 Bisschen Platz schaffen hier. So. PvP-Arena. Da bin ich also. Ich bin also im Prinzip im Vorort von... Ja, Dings hier. Und hier, das ist die VIP-Stadt. Wisst ihr, kann ich rein. Geht noch für VIPs. Yep. Kann ich hier wenigstens zurück? Ja, ich kann zurück. Only for VIPs. So, mal gucken, was hier noch so als für Viecher jetzt rumrennen. Hier mal gucken. Wow. Ach du Kacke. Huh. Level 13er. Na klasse. Durch immer schön austeilen. Ich habe keinen Plan, ob man nur EP kriegt, wenn man den auch killt oder ob das auch zwischendrin schon gilt.
Ich klopfe einfach mal hier ein bisschen mit. Es sei denn, er hat irgendwas geschrieben, dass ich es nicht tun sollte. Bisschen EP abgreifen und so, ist immer gut. Oh, ist ein spezieller. Nee. Irgendein Eintrank war es, kein spezieller. Ich glaube, ich werde hier das Ding aufheben für den Schluss. Genau, damit ich auch sicher den Kill kriege. Und Zeug, Zombiefleisch und sowas, ne, kann man alles mitnehmen immer. Der war Level 15, glaube ich, oder? War Level 15? Ich glaube, ja. Ja, der macht böse Aua mittlerweile. Ich weiß noch, die Zombies waren noch auf 15, die Zombie-Pigments. Oder waren die 25? 15 waren die. Vielleicht, na, ich komme auch Level 10 jetzt gleich. Das auf jeden Fall. Ich konnte mal den anderen Spell nachgucken, wie der geht oder so. Ah ja, ich kann dich leider nicht verstehen. Du schreibst irgendwie Hieroglyphen da unten. Ah, die sind ein bisschen stark hier. Aber was erwarte ich auch? Pferde gibt es übrigens auch nur so nebenbei. Wo ich es gerade sehe. Sieht so aus, wäre das ein guter Levelplatz hier. Oder Level 3 hat das auch so weg. Ich kann mir aber den einen oder anderen Kill noch abstauben. Und Items. Oh, ein goldener Helm. Ich flitze gleich nochmal durch, wenn die Zeit um ist. Und ich das einsammeln könnte so langsam. Ja, ich habe den goldenen Helm. So, mal gucken, was kann der? Was hat der so alles? Mindestens Level 21 und Dev 28. Dev 10, das ist nicht so das Wahre. Level 13, ja, man kann gut leveln. Ich glaube, die anderen können noch besser leveln als ich, wegen dem Equipment, das sie schon haben. Ach, Level 3 da unten. Wow, Spezialattacke oder irgendwas. Das hängt gerade ein bisschen. Komm, Level 10 mache ich hier noch. Ah. Zwei Balken noch. Ups, ist ein Player. Immer noch zwei Balken. Ich weiß nicht, manche Kills kriegt man nicht, weil die von hinten das wegsnipen teilweise. Ah, da kann ich das hier irgendwie wieder. Ja, nicht so viel die Kamera. Perspektive machen. Komm schon, Combo. Nicht genug Hunger. Anzeige voll, meine ich. Das will nicht sein. Jetzt da. Puh. Es wird auch wieder Tag endlich. Es ist immer nachts, wenn ich hier zocke. Immer nachts. Aber Standard. 54 Emeralds habe ich mittlerweile. Schön. Ja, die kannst du auch teleportieren. Ach, Level 10 ist noch drin. Wow, ich will's einfach reinrennen. Oh, goldene Leggings, irgendwas, die ich nicht eingesammelt habe. Aber der andere. Endlich.
Ah, nee. Ah, ein Level noch. Level 11 kriege ich in den nächsten Level 9. Ich dachte gerade schon. Im nächsten Level gibt es erst den Charge Spell. Ups, das war falsch. Den an. Da kommt was von hinten. Ja, wieder ein Punkt. Also der, weil als ich gestorben bin, das hat nichts ausgemacht. Ich habe jetzt meinen Punkt, meine beiden Punkte wieder. Schön. Ja gut, was ist das hier? Ist das Magier? Der hat schon seine Vorteile. Der kann einfach rumstehen bleiben, runterfeuern. Ja, ist gut. Das ist ein Magier-Item, soweit ich weiß. Genau. Magier-Item. Der stellt sich einfach rumhin, haut einfach nur drauf. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch soll. Ich kann nicht viel machen. Die leveln sich hier jetzt erstmal einen ab. Ich glaube, ich ziehe mal weiter. So, jetzt gleich. Im Anschluss. Na komm, ich ziehe weiter. Den einen noch. Boah. Gut. Ja. Ein Level noch und dann hätte ich auch schon das Ding. Aber ich brauche ja vielleicht mal noch eine bessere Waffe oder sowas. Denn ich bin bereits schon Level 10 und mache trotzdem noch die Standard-Damage von den 5 bis 8 oder so. Also das hier. Skeletor Level 30. Einmal drin, kommt man nicht mehr raus. Ja. Das gefällt mir nicht. Du kommst nämlich nicht mehr raus, wenn du einmal drin bist. Ne, kommst nicht. Kein Button zum Zurückgehen. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Die Schere ist, glaube ich, Assassin-Waffe und Schaufel ist halt Knight-Waffe. Jetzt habe ich sie auch gecheckt. Ich habe gedacht, es gibt noch andere Sachen, Schwerter oder so, die freigeschaltet werden oder sowas. Aber nee, das tut's auch nicht. So, und hier vorne müsste gleich in die nächste Stadt kommen. Detlas. Und dann werde ich, glaube ich, auch die Folge beenden. Jetzt mal gucken, hier ein schöner Garten noch. Schieb Level 1. Die alte Wolle droppen. Das ist ein Crafting-Item. Wir irgendwie noch ein bisschen erkunden, ganz kurz. So. Dann zack. Oder oh, waren vorne noch so ein Burgturm, Dings oder irgendwas. Neuer Villager und. Oh, ist eine Kiste. Ich habe selten bis jetzt Kisten gefunden. Muss ich ja sagen. Und wenn die so macht, dann heißt das, dass das Zeug drin ist. Und wenn das Ploppen da nicht da ist, dann ist irgendwie nichts drin. Am Anfang, keine Ahnung, da war die Kiste da. Aber ich konnte die nicht nehmen. Ist eigentlich komisch. Betten zum Pennen, Ofen zum Benutzen. Ich laber dem an. Mo, wait. Ich meine, hallo. Ja. Willst du nicht gleich quasseln? Quasseln? Anscheinend nicht. Er will nicht mit mir reden. Schade. Schade, schade, schade. Wo ich jetzt mal ein bisschen Geld habe, eigentlich hier kaufen, verkaufen könnte. Apropos Schafe. Wolle vielleicht? Ne, keine Wolle, schade. Aber okay, ah, okay. Nahe der Stadt sind die Mobs jetzt wieder Level 1 und niedrig. Halt. Das ist schön. Ah, Magierzeug. Also ich kann theoretisch auch sofort die Klasse wechseln. Ich glaube, bin ich bei Level 1. Dass man sich einfach jede Klasse einzeln hochleveln skillen muss. Vor uns ist gleich die Stadtmauer, wenn es auf der Karte richtig gedeutet wurde. Was? Dings hat einen Bogen gedroppt, ein Schaf. Ich bin verwundert. Ja, jetzt hat man gesehen, der macht aber kaum noch Schaden an mir. Das geht schon. Schafe bringen noch kein EP mehr. Ja. You are now entering Detlas. Das ist hier vorne. Müsste aber eine bewohnte Stadt eigentlich sein, ne? Ja. Müsste eine bewohnte Stadt sein. Shops sind hier.
Vielleicht kann ich ja was Gutes oder Vernünftiges kaufen. Eine neue Waffe. Weapon Trader. Ach, der verkauft. Hä? Ja, ich hätte mal wieder. Any Bows. Hier, jetzt große Dinge. Ach da. Any Bows. Müsste jetzt nicht hier. Genau, kann man das Zeug verkaufen mal wieder. Den behalte ich nochmal. Jede Schaufel gibt dir Zeug. Jeder Stab gibt dir Zeug. Da müsst ihr dir Zeug geben. Ja, 5 bis 9. 7 bis 9. Brauchst du Minimum Level 13. Behalte ich erst nochmal. Die behalte ich erst nochmal ganz gepflegt. Okay, Weapon Trader, das heißt, da vertauscht. Armor Trade, Merchant. Ja, siehst du, ich schmeiß das alles immer weg hier. Wie jetzt? Bug? Fragezeichen. Death 2, naja, die behalte ich mal hier schön. Die behalte ich schön. Okay, jetzt nochmal pro Zeug halt hier Dings 2 raus. Nimrak, Level 18 plus. Krieg ich nicht hin. Der hat schon ein bisschen ein paar mehr Level hinter sich. Okay, Level 20 ist der nächste Quest. Dafür bin ich noch zu niedrig, leider. Viel zu niedrig. Was macht überhaupt ein Item Identifier? Ich will da gar keine Emeralds reinstecken. Er hält die für sich, der Gauner. Click the energies to access your personal bank. Okay. Das ist halt jetzt die persönliche Bank. Und da kann man das Zeug reintun. Ist übrigens für alle Charaktere gesichert. Ich tue mal die beiden Dinger raus. Heiltränke nochmal. Ja. Ein paar. Den goldenen Helm, den kann ich jetzt eh nicht gebrauchen. Glasflasche kann so raus. Und die Schuhe kann ich jetzt nur Level 13 anziehen. Ich kann Items verlieren, falls ich mal sterben soll oder was auch immer. Ja. Mhm. Ich werde ganz einfach mal ein bisschen Emeralds Trading. Ha. Ah, der kann einfach nur hier, kannst einfach das Zeug einlagern. Mal kurz, gerade mal ein Emerald Block, ist doch besser, wenn ich die zusammen crafte. Dann kann ich hier unendlich duplizieren. What a great bank we have, right? Ja, ihr habt eine ganz tolle Bank. Ja, die tauschen einfach nur. Ich guck mich jetzt einfach nochmal so ein bisschen um oder so. Komm hier hoch? Ah ne, war nur Fake. War nur Fake. Trashcan, aus der Mülleimer. Level 40 plus. Oh Gott. Nee, so hoch bin ich noch nicht. Da brauchen wir noch ein paar Folgen. Liquid Merchant, da kannst du auch Zeug. Okay. Das wollte ich jetzt nicht machen. Mein gesamtes Hab und Gut dann. Warte mal ganz kurz, waren das hier? 64? Oh lol. Wie viel Emeralds brauchst du da dann? Na gut, irgendwann wird die Zeit kommen, dann musst du umlagern. Weapon Merchant. Okay, da kannst du jetzt Waffen kaufen. 2 bis 5, nee. 4 bis 6, nee. Nee, die sind ja noch zu schwache, die Waffen. Weil, das bringt mir nichts. Zu schwache Waffen. Und Allah. Was ist der für ein Level hier? Ist komplett Dian alles. Und verzaubert auch. Das ist krank. Das ist krank. Na gut. Ich beende mal die Folge hier bei der Bank, dass man so die ersten Folgen nicht aufgenommen habe. Ich bin mal gespannt, wie das so ankommt. Und danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, Feedback hinterlassen, obwohl das schon in der ersten Folge gemacht habe. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Ich habe ein bisschen voraus aufgenommen. Und dann, ja. Sehen wir uns demnächst. Und tschüss.